Buchenwald, 4 Tage nach der Befreiung des Lagers durch die US-Armee. Ein 3-jähriger jüdischer Junge in Häftlingskleidung. Noch weiß er nicht, was er mit dem kleinen Holzroller anfangen soll, den man für ihn aus dem Haus eines geflüchteten SS-Offiziers geholt hat. Das Bild geht um die Welt, ebenso wie die Aufnahmen der Kranken, Sterbenden und Leichen, inmitten derer er überlebt hat. Sie brennen sich in das kollektive Gedächtnis ein und prägen bis heute unser Buchenwaldbild. Doch mit dem einen Buchenwaldkind erleben noch 903 weitere minderjährige Häftlinge die Befreiung. Manche von ihnen sind noch keine 14 Jahre alt. Überleben konnten die Kinder nur, weil es in Buchenwald eine Macht gab, die sie schützte. Eine Autorität, die die Regeln des Lagers mitbestimmte. Männer, die als Funktionshäftlinge, als sogenannte Kapos im Auftrag der SS den Lageralltag organisierten. Allen voran die deutschen Kommunisten, die fast alle wichtigen Posten dieser Häftlingsselbstverwaltung besetzten. Doch wie konnten ausgerechnet sie bis an die Spitze der Häftlingsgesellschaft gelangen und zu welchem Preis? Waren sie wirklich die Beschützer der Schwachen oder doch eher die Handlanger der SS? Buchenwald, wenige Tage nach der Befreiung. Bilder, wie sie es aus anderen Lagern nicht gibt. Eine Häftlingskapelle spielt die Internationale und Hunderte marschieren über den Appellplatz nach Nationen geordnet. Die Amerikaner sind irritiert. Inmitten von Lumpengestalten und Leichenhaufen plötzlich uniformierte Häftlingsgruppen und straffe Disziplin. Eine eingespielte Mannschaft, die auf Augenhöhe ihren amerikanischen Befreiern gegenübertritt. Ein seltsamer Kontrast zu der Masse der Häftlinge, die nur wenige Meter weiter apathisch in die Kamera blickt. Von Krankheit und Hunger gezeichnet. Viele von ihnen sterben auch noch jetzt, Tage nach der Befreiung. Diese Bilder zeigen die Hierarchisierung der Häftlingsgesellschaft, ganz ohne Zweifel. Sie zeigen, dass es unterschiedliche Selbsterhaltungs- und Überlebenschancen gab. Häftlingsgesellschaften als homogene Solidargemeinschaft wäre wunderbar, ist aber unter dem Überlebensdruck in den Lagern schier unmöglich. Buchenwald unterscheidet sich von Bergen-Belsen, Dachau und anderen Lagern, die nun in rascher Folge von den alliierten Truppen befreit werden. In Buchenwald treffen die US-Offiziere auf Häftlingspolizisten, Kommandoführer, Block- und Lagerälteste, die auch nach dem Abzug der SS ihre Autorität behalten haben. Sie sind das Rückgrat des riesigen Lagerkosmos, sorgen dafür, dass Buchenwald nicht im Chaos versinkt. Erinnerungsfotos von Buchenwald-Häftlingen, entstanden im April 1945. Angehörige des sogenannten Lagerschutzes, einer Art Häftlingspolizei, die im Auftrag der SS für Ordnung im KZ sorgte. Hier die Beschäftigten der Bekleidungskammer. Die meisten dieser begehrten Posten wurden von deutschen Kommunisten geführt. Und das, obgleich sie am Ende nicht einmal 2% der Lagergemeinschaft stellten. Niemand, der so eine Funktion übernahm, das lag ja in der Funktion, konnte sozusagen das ohne zu kooperieren. Aber ohne diese Funktion hätte man das alles nicht erreicht und bräuchte man über Kinderrettung und Kinderblocks zum Beispiel überhaupt nicht zu sprechen. Die SS nutzte das Instrument der Häftlingsselbstverwaltung, um die eigenen Ressourcen zu schonen, aber auch um die Lagergemeinschaft zu spalten, die Konkurrenz unter den Gefangenen zu schüren. Und das bereits seit Anbeginn der Lagergeschichte. Eröffnet wird das Konzentrationslager im Sommer 1937.
Sein Standort, der Ettersberg nahe der Kulturstadt Weimar. Ein beliebtes Ausflugsziel. An seinem Nordrand das Jagdschloss Ettersburg. Goethe war hier ein gern gesehener Gast. Und genau hier nimmt die SS ein 46 Hektar großes Waldgebiet in ihren Besitz, um das KZ Buchenwald zu errichten. In den kommenden 8 Jahren wird es auf 190 Hektar anwachsen. Das Lager müssen die Häftlinge bauen, unter widrigsten Bedingungen. Innerhalb weniger Monate errichten sie hier eine riesige Barackenstadt. Geplant ist das KZ für 8000 Häftlinge. Am Ende werden hier fast 50.000 Menschen eingepfercht sein. Eine inhomogene Zwangsgemeinschaft. Es ist im Grunde eine Stadt wie Wuppertal mit einem Stacheldrahtzaun drumherum. Ich will sagen, im Konzentrationslager finden sich Menschen, die etwas Gemeinsames nur haben in der Verfolgungslogik der Nationalsozialisten, die sich aber häufig gar nicht erklären können, warum sie da eigentlich sind. Deswegen haben diese Lager auch mit Strafe überhaupt nichts zu tun. Das wäre ein völliges Missverständnis, sondern sie dienen tatsächlich der Aussonderung. Eine Unterrichtstafel der SS. Die Lagerinsassen werden in Gruppen aufgeteilt. Jede Gruppe bekommt ihren eigenen Winkel. Allein schon seine Farbe kann über Leben und Tod entscheiden. In Buchenwald dominieren am Anfang die Roten, die Politischen, und die Grünen, die Kriminellen. Diese beiden Gruppen kommen also in Buchenwald an und kommen also in eine Situation, in der also Mangel, Gewalt und Konkurrenz, wenn man so will, die drei Pfeiler des Alltagslebens im Konzentrationslager oder des Überlebens und Sterbens im Konzentrationslager in Hochpotenz vorhanden sind. Das Lager heute. Die Häftlingsblocks existieren nicht mehr. Der Appellplatz, 20.000 Quadratmeter groß. Hier hatten die Gefangenen blockweise anzutreten, bei glühender Hitze, bei Regen, bei Schnee und in eisiger Kälte. Oft stundenlang. Hier wurden sie morgens gezählt, die Toten waren mitzubringen, die Listen mussten ja stimmen. Hier wurden sie abends nochmal gezählt, wenn sie aus den verschiedenen Arbeitskommandos kamen. Der Appellplatz hat aber auch die Funktion der Einschüchterung und der Strafe. Hier fanden Exekutionen statt. Hier wurde gewissermaßen Häftlingen jeden Morgen und jeden Abend nochmal eingebläut, dass sie unter totaler Bewachung sind und dass sie nichts anderes sind als Nummern und keine Namen, dass sie eigentlich schon Objekte und Dinge sind und keine Menschen, völlig ausgeliefert. Der erste Kommandant des Lagers ist Karl Otto Koch, ein gelernter Buchhalter mit mehrjähriger Lagerpraxis. Koch hat sich durch besondere Brutalität für diesen Posten empfohlen. Bewacht werden die Lagerinsassen von blutjungen SS-Männern. Sie haben sich freiwillig zum Dienst verpflichtet und sind am Beginn ihrer Ausbildung zumeist nicht älter als 16. Die unteren Ränge der Lager-SS sind in einem riesigen Kasernenkomplex neben dem Häftlingsbereich untergebracht. Hier werden sie ideologisch geschult und militärisch gedrillt. Im Umgang mit den Gefangenen sind sie von ihren Offizieren zu rücksichtsloser Härte angehalten. Die Gewalt ist eine Einrichtung. Das heißt, die SS-Leute haben am Anfang sogar aus Ausbildungsgründen den Auftrag oder die Möglichkeit, Gewalt auszuüben. Es gibt zwar ein Reglement, aber das ist jetzt auch nicht so streng, dass man irgendwelche Strafen befürchten muss. Im sogenannten Bunker die Arrest- und Folterzellen der SS. Es gibt einen offiziellen Strafkatalog für die Gefangenen. Mehr als 25 Peitschenhiebe sind nicht erlaubt. Doch daran hält sich hier niemand. Der Bock. Hier schnallt man die Gefangenen fest, bevor man ihre Haut mit einer Lederpeitsche zerfetzt. Die Strafe wird von ausgewählten SS-Männern auf dem Appellplatz vollzogen. Das zieht natürlich Menschen mit Lust an Gewalt einerseits an,
aber auch die, die sozusagen nicht so die sozusagen in diesem Sinne keine Sadisten sind, merken, es ist alles möglich. Es wird keine Gewalttat geahndet, es ist alles möglich. Und diese Eskalationsspirale gehört dann eben auch sehr deutlich zur Lagerwirklichkeit dazu. Und das ist die Erfahrung, die Häftlinge machen. Die Gewalt ist in den Baracken allgegenwärtig. Doch nicht nur die SS brüllt, schlägt und tötet hier. Auch viele der sogenannten Funktionshäftlinge üben Gewalt auf ihre Mitgefangenen aus. Kapos heißen sie in der Lagersprache. Sie kontrollieren die Unterkünfte oder leiten Arbeitskommandos. Je länger das KZ besteht, desto mehr Aufgaben überträgt die SS ihnen. Welche Macht und Privilegien die Kapos besitzen, zeigen diese Zeichnungen eines Buchenwald-Häftlings. Anfänglich rekrutiert die SS die Kapos vor allem aus den Reihen der sogenannten Berufsverbrecher. Die vorbestraften Kriminellen werden vom Kommandanten protegiert, übernehmen erstmal die wichtigen Binnenfunktionen des Lagers und nutzen natürlich das in diesem Mangel dann ihre Möglichkeiten zu erweitern, etwas besser zu leben als andere, speziell als die politischen, und auch durchaus den Terror gegen die politischen zu verschärfen. Der Steinbruch. Unterernährt und mangelhaft ausgerüstet, müssen die Häftlinge hier bis zu 14 Stunden täglich schuften. Politische und kriminell vorbestrafte Gefangene, aber auch Zeugen Jehovas, Homosexuelle und sogenannte Arbeitsscheue. Kaum einer der Männer ist der schweren körperlichen Arbeit hier auf Dauer gewachsen. Wer aber Schwäche zeigt, wird von SS und Kapus mit Schlägen traktiert. Die Totenliste des Lagers wird von Jahr zu Jahr länger. 1939 sind es 1200 Tote pro Jahr. Die SS-Führung richtet sich auf weiter steigende Todeszahlen ein. Buchenwald bekommt ein eigenes Krematorium. Fortan überragt sein Schornstein das KZ-Gelände. Mit Beginn des Krieges verändert sich die Häftlingsgemeinschaft. Immer mehr ausländische Gefangene kommen nun nach Buchenwald. Tschechen, Polen, Niederländer, Belgier, Franzosen, Russen. Verhaftete Resistancekämpfer, in Deutschland straffällig gewordene Fremdarbeiter, Kriegsgefangene. In der Häftlingshierarchie werden die Karten neu gemischt. Die Zahl der Lagerinsassen ist auf über 10.000 angestiegen. Wer jetzt nicht den Schutz einer starken Gruppe genießt, ist verloren. Das wissen auch die gut organisierten Kommunisten und führen einen erbitterten Kampf um die strategisch wichtigen Kapo-Stellen. In diesem Kampf wird der Krankenbau des Lagers zum wichtigsten Schlachtfeld. Ein Ort, der nicht allein der medizinischen Versorgung der Gefangenen dient. Arbeitsunfähige Häftlinge werden hier auf Anweisung der SS gezielt durch Injektionen getötet. Abgespritzt, heißt es in der Lagersprache. 1941 richtet die SS eine Fleckfieberversuchsstation ein. Welche Gefangenen für die Experimente ausgewählt werden, entscheiden die SS-Ärzte, oft in Zusammenarbeit mit den Kapos. Die Kommunisten können die Kapo-Stelle des Krankenbaus mit einem ihrer Männer besetzen und sie ziehen den SS-Lagerarzt Waldemar Hofen auf ihre Seite. Hofen ist auch nur mit einer Hilfsprüfung Arzt geworden, 1939. Das heißt, er hat auch von Anfang an im Krankenbau eine Stellung, die seine ärztlichen Möglichkeiten weit überfordert. Häftlinge schreiben dann ja auch 1942, 43 seine Doktorarbeit. Also zwei promovierte Häftlinge, ein Chemiker und ein Arzt, schreiben für Hofen die Doktorarbeit und machen alle dazugehörigen Voruntersuchungen. Das heißt, es kommt zu einer Annäherung. Man braucht diesen Lagerarzt als potenziellen Verbündeten. Mit ihren Funktionshäftlingsämtern im Krankenbau, in der Fleckfieberstation und der Pathologie halten die deutschen Kommunisten strategisch wichtige Positionen besetzt.
Im Zusammenspiel mit SS-Lagerarzt Hofen können sie so eigene Leute retten, aber auch ihre Gegner ausschalten. Allen voran die mit ihnen konkurrierenden grünen Kapos aus der Gruppe der Berufsverbrecher. Vernehmungsakten aus dem Archiv der SED. Kommunistische Funktionshäftlinge berichten hier, wie SS-Spitzel und andere unzuverlässige Elemente mithilfe des SS-Arztes Hofen getötet wurden. Mitverantwortlich für diese gezielten Tötungen ist Ernst Busse, Kapo des Krankenbaus. Busse ist Mitglied der illegalen KPD-Führung des Lagers. Von einem Mithäftling lässt er sich in seinem Arbeitszimmer zeichnen. Eichenmöbel, Blumen auf dem Tisch. Die SS überträgt den roten Kapos Schritt für Schritt mehr Verwaltungsaufgaben. Aus dem KZ soll ein profitables Arbeitslager werden. Der deutschen Rüstungsindustrie gehen die Fachkräfte aus. Immer mehr gut ausgebildete Arbeiter werden zur Wehrmacht eingezogen. KZ-Häftlinge sollen nun an ihrer Stelle die Waffen für den Endsieg produzieren. Ein riesiger Rüstungsbetrieb wird in aller Eile neben dem Lager aus dem Boden gestampft. Das Gustloff Werk 2 nimmt im März 1943 den Betrieb auf. Mehr als 3000, überwiegend ausländische Häftlinge, arbeiten hier in der Waffenproduktion. Man braucht ein Lager, das funktioniert, damit man einigermaßen effizient ausbeuten kann. Und damit braucht man in Sicht der SS eine gut funktionierende Häftlingsgruppe, die Lager, Massenlager für den Krieg effizient im Inneren verwalten können. Und das sind in erster Linie die deutschen politischen Häftlinge aus drei Gründen. Sie haben als Kommunisten oder auch Sozialdemokraten internationale Erfahrungen in der Regel. Sie haben in der Regel, wenn sie aus der Arbeiterschaft kommen, Berufe, die wichtig sind. Und sie sind nicht korrupt wie die sogenannten grünen Häftlinge. In einer schlichten Holzbaracke befindet sich die sogenannte Arbeitsstatistik. In den Büros dieser Abteilung wird entschieden, welcher Neuzugang oder Althäftling in welches Arbeitskommando kommt, ob er im Hauptlager bleiben darf oder es verlassen muss. Denn immer mehr Gefangene werden jetzt aus Buchenwald in neu errichtete Nebenlager abgeschoben, wo die Arbeits- und Lebensbedingungen oft noch schlechter sind als hier im Stammlager. Wenn ein Häftlingstransport zusammengestellt werden musste, dann war in diesem Moment diese Abteilung Arbeitsstatistik, die diese Transporte zusammenstellte, eine Schlüsselposition. Und wenn da jemand saß, der die eigenen Genossen von einer eventuell vorbereiteten Liste streichen konnte, dann musste er andere Namen dafür einsetzen. Und das ist natürlich eine Macht. Eine Macht, die man nutzt, um deutsche und ausländische Antifaschisten vor dem Abtransport in eines der gefürchteten Außenlager zu retten. Etwa ins Lager Mittelbau-Dora bei Nordhausen. Von 1943 an müssen hier 60.000 Häftlinge in Stollenanlagen für die deutsche Rüstungsindustrie arbeiten. Jeder Dritte überlebt diese Tortur nicht. Je mehr Häftlinge nach Buchenwald kommen, desto größer wird die Kluft zwischen den Lebensbedingungen der gewöhnlichen Gefangenen und denen der Gruppe der privilegierten Funktionshäftlinge. Während die einen in zugigen Holzbaracken die Nächte verbringen müssen, belegen andere saubere Doppelstockbetten in massiven Steinbauten. Während die einen ums nackte Überleben kämpfen, finden die anderen Zeit für kulturelle Erbauung. Originaldokumente. Weihnachten 1943. Die Funktionshäftlinge des Krankenbaus feiern ein Fest. Auf die Ansprache des Kapus Busse folgt ein heiter, besinnliches Nummernprogramm. Die Häftlingskantine. Ein Fixpunkt des Lagerkosmos. Gefangene dürfen hier Lebensmittel und Zigaretten erwerben. Einige bekommen Geld von Verwandten geschickt, andere erhalten von der SS für besondere Arbeitsleistungen Wertmarken.
In der Kantine blüht das Schwarzmarktgeschäft. Der Kapo, also der Häftlingsverantwortliche für die Kantine, berichtet zum Beispiel, dass ein ganzes Häftlingskommando bei ihm im Keller daran arbeitete, Seife, Zahnpasta, Salate und Ähnliches zu produzieren, die quasi in der Kantine verkauft wurden an der SS vorbei. Geheime Dokumente aus dem SED-Archiv geben Auskunft, wohin diese Einnahmen fließen. Die Kommunisten korrumpieren im großen Stil die SS. Neue Kapo-Stellen werden erkauft, kleine Erleichterungen im Lageralltag möglich gemacht. Das kommt vielen Häftlingen zugute und nicht nur den Genossen. Zigaretten sind die eigentliche Lagerwährung. Bis zu 20.000 Stück bezieht die illegale Parteiorganisation wöchentlich von ihrem Verbindungsmann in der Kantine. Zur Eigenversorgung, aber auch für Schwarzmarktgeschäfte. Das Kammergebäude, hier werden die Neuzugänge eingekleidet. Hier entscheidet sich, ob man in festen Lederschuhen oder Holzpantinen mit einer warmen Jacke oder der normalen dünnen Häftlingskluft durch den Winter gehen muss. Hier wird aber auch Geld gemacht. Aus dem Vernichtungslager Auschwitz treffen waggonweise Kleidungsstücke ermordeter Juden ein. In Buchenwald werden sie aufgearbeitet. Geldsorgen, so berichtet ein KP-Funktionär später, hatten wir nicht. Der Berichterstatter, der das sagt, wir hatten keine Geldsorgen mehr. Ab 1941 ist Walter Bartel. Und er bringt eine der Begründungen, die wir quellenmäßig auch nachprüfen können. Er schreibt also von den massenhaft im Buchenwald eintreffenden Kleidungsstücken von Ermordeten aus Auschwitz. In diesem Zusammenhang und beschreibt eben, wie im Keller der Effektenkammer diese Kleidungsstücke auseinandergenommen werden. Und in vielen Kleidungsstücken waren entweder Wertsachen, Ringe, Gold, Münzen, Ähnliches eingenäht. Und eine ganze Gruppe von Häftlingen ist damit beschäftigt, das aus diesen Kleidungsstücken rauszuholen. Mit diesen Funden zementieren die Kommunisten ihre Macht. Davon profitiert das ganze Lager. Unter der Regie der Roten Kapos verbessern sich die hygienischen Bedingungen, werden gefährliche Seuchen eingedämmt, nimmt die Gewalttätigkeit innerhalb der Häftlingsgemeinschaft ab. Auch die sogenannten Kinderblocks hätte es ohne den Einsatz der Roten Kapos nicht gegeben. Sie machen ihren Einfluss auf die SS geltend, versprechen, die Kinder in Handwerksberufen auszubilden, fälschen Altersangaben und verhindern so in vielen Fällen ihre Deportation. Die Situation im Lager verschärft sich dramatisch, als ab 1944 immer mehr Häftlingstransporte aus dem Osten eintreffen. Die Zahl der Gefangenen verdoppelt sich, die Zahl der Toten steigt sprunghaft. Im Durchschnitt sterben jetzt täglich 24 Häftlinge. Um Buchenwald funktionsfähig zu halten, wird am Nordrand des KZ eine Sonderzone, das sogenannte Kleine Lager, errichtet. In dieses Quarantänelager kommen jetzt alle neuen Häftlinge. In fensterlosen Pferdeställen müssen sie miserabel versorgt ausharren, bis man sie ins Hauptlager weiterverschiebt. In diesem Prozess der quasi ständigen Überfüllung wächst natürlich die Todeszahl immens an, Krankheiten brechen aus. Und der Mangel im kleinen Lagerhaus so extrem, dass der Kampf unter den Häftlingen auch in aller Härte ausbricht. Der Kampf ums Überleben, der Kampf ums Essen, der Kampf um Schlafplätze, der Kampf um Wasser, der Kampf um medizinische Betreuung. Alles ist Kampf im kleinen Lager. Das kleine Lager nach der Befreiung. In den Monaten zuvor hatte sich die Zusammensetzung der Häftlingsgesellschaft noch einmal verändert. Aus den von der SS geräumten Lagern im Osten werden Tausende von polnischen und ungarischen Juden nach Buchenwald gebracht. Der Anteil der deutschen Lagerinsassen sinkt auf unter 7%. Knapp 2000 Häftlinge werden hier in Holzställe gepfercht, die für maximal 50 Pferde ausgelegt waren. 50 Tote gibt es jeden Tag.
Schwerkranke Neuankömmlinge werden von SS-Ärzten und Pflegern gleich nach der Ankunft durch Injektionen getötet. Die Öfen des Krematoriums sind im Dauerbetrieb. Die alliierten Truppen rücken immer näher. Die deutschen Kommunisten haben zusammen mit Antifaschisten aus anderen Ländern eine illegale Widerstandsorganisation aufgebaut. Man will mit aller Macht verhindern, dass die SS noch kurz vor Schluss das Lager zerstört und Häftlinge massenhaft liquidiert. Gegen Mittag des 11. April 1945 erreichen US-Panzereinheiten den Ettersberg. Sie verwickeln die dort konzentrierten SS-Verbände in schwere Gefechte. Die im KZ verbliebenen Wachmannschaften, die in den Tagen zuvor noch tausende Häftlinge auf Todesmärsche geschickt haben, beginnen sich abzusetzen. Zurück bleiben vor allem ausländische Hilfsmannschaften der SS. Für die von den deutschen Kommunisten geführte Widerstandsorganisation ist dies das Signal zum Aufstand. Ohne auf ernsthafte Gegenwehr zu stoßen, nehmen sie das Lager in Besitz. Politische Häftlinge sind, weil sie vorbereitet sind, in der Lage, diesen Teil der Befreiung von innen zu leisten, nämlich das nicht mehr von der SS massiv bewachte Lager zu übernehmen und dann sich auch sofort, und das ist die große Leistung, um die 21.000 Häftlinge, die hier noch sind, die nicht auf Todesmärsche geschickt werden konnten, um sich um die zu kümmern. Und es gehört zur Leistung des Widerstandes, die Todesmärsche, die man nicht verhindern konnte, wenigstens verzögert zu haben. Nach dem Krieg geht diese mutige Aktion als heroischer Akt der Selbstbefreiung durch die Antifaschisten in die DDR-Geschichtsbücher ein. Die Wahrheit über den Lageralltag und die Rolle der kommunistischen Funktionshäftlinge wird ebenso verschwiegen wie der Anteil der Amerikaner an der Befreiung. Belastende Akten und Dokumente verschwinden im Geheimarchiv der SED. Auch diese Liste mit den Namen der in Buchenwald gestorbenen oder ermordeten Parteimitglieder. Gemessen an den 56.000 Toten des Lagers eine kleine Minderheit. Ich habe das mal als erfolgreiches Überlebenskollektiv bezeichnet, andere Autoren auch, die Kommunisten im Konzentrationslager Buchenwald. Und man kann es auch an Zahlen festmachen. Etwas über 72 Kommunisten sind im Lager umgekommen. Ungeachtet dieser Zahlen stehen in der DDR das Leid, das Sterben und der Kampf der deutschen Kommunisten im Mittelpunkt des offiziellen Buchenwald-Gedenkens. 1958 wird die Mahn- und Gedenkstätte eingeweiht. Hier wird fortan dem antifaschistischen Widerstand gehuldigt, in dessen Tradition sich die junge sozialistische Republik gerne sieht. Klassenausflüge, Jugendweihefahrten, kaum ein DDR-Schüler, der in den folgenden Jahrzehnten nicht auf den Ettersberg gebracht wird und eine von allen unbequemen Widersprüchen gesäuberte Lagergeschichte hört. Nur vor diesem Hintergrund dieses mythisierten, heorisierten, fast übermenschlichen Widerstandsbildes, wie es die DDR gezeichnet hat, erscheint das, was wir heute über Buchenwald zu sagen haben, wie eine Minimierung. Lasst uns beides begreifen. Wohin, was können Menschen mit Menschen machen? Wozu können sie sie bringen, auch mit Hilfe solcher Lager? Und wie gehen Menschen mit den Möglichkeiten, den Restmöglichkeiten an Mitmenschlichkeit und Solidarität um? Wir müssen beides erzählen. Ich glaube, dann greift uns diese Geschichte Buchenwalds an Herz und Verstand und kann uns klüger machen.